Herzlich willkommen und danke, dass ihr heute dabei seid. Willkommen auf die Seite, willkommen auf unsere Show. Ich weiß nicht, woher ihr guckt. Vielleicht seid ihr auf die Afro Beauty Festival Seite oder seid ihr auf die Miss Nappy Germany Seite. Ja, willkommen auf unsere Afro Empowerment Talk. Für die, die uns schon kennen, das ist unsere vierte Sendung schon. Und wenn ihr das erste Mal hier seid, lasst euch Zeit, erstmal diese Video zu liken und abonniert euch und ja, einfach, dass ihr nichts verpasst, wenn wir live gehen. Also, mein Name ist Stefania Bianda-Papdo, ich bin Ärztin von Beruf, ich bin die Moderatorin hier und ja, die Gründerin von Afro Beauty Festival, wo wir seit ein paar Jahren in Cologne dieses Beauty Festival und das Miss Nappy Germany Contest veranstalten. Also, ihr habt bestimmt mitgekriegt, was jetzt neulich in den USA passiert ist mit dem Mord an George Floyd. Wir haben uns empört, wir waren alle richtig sauer und ja, so sind auch diese Talks entstanden, weil wir wollten nicht immer uns beschweren, nicht immer meckern und so. Wir wollten unbedingt dabei sein und mitgestalten. Und ja, wir haben ja viele Sendungen gesehen im Internet oder im Fernseher, wo Fremde oder andere über uns gesprochen haben, also Sendungen über Rassismus oder Sendungen über Schwarze, wo keine Schwarze dabei waren. Und so sind diese Talks entstanden. Wir haben gedacht, ja, wir wollen selbst unsere Stimme laut machen, wir wollen selbst unsere Geschichten erzählen und wie soll ich das sagen, nicht einfach zulassen, dass andere über uns reden, sondern wir wollen über uns selbst reden. Und ja. Es ist unsere vierte Sendung heute und für die, die uns folgen, ihr wisst ja, dass wir immer wieder tolle Themen hatten. Wir haben über Erfahrungen mit Rassismus gesprochen. Wir haben die sehr, sehr eindrucksvolle Geschichte von Alina Mashi oder von Randall Hutchins gehört. Wir haben auch über Selbstverwirklichung trotz Rassismus gesprochen. Wir haben über Aktionen und Initiativen gegen Rassismus gesprochen. Ihr könnt einfach durch unsere YouTube-Channel gehen, um alle Videos nochmal anzuschauen. Sie waren sehr, sehr inspirierend. Und heute unser Thema ist Rassismus und Gerechtigkeit. Und heute ist es auch meine Ehre, ein wichtiger Gast dabei zu haben. Das ist echt ein Vorbild für uns alle hier in Deutschland. Das ist der erste schwarze Mann mit Migrationshintergrund, der im Bundestag gewählt wurde, der Dr. Karamba Diaby. Willkommen, Dr. Karamba, und danke, dass Sie sich Zeit gelassen haben, mit uns heute zu sprechen. So, guten Tag nochmal. Wir starten heute unsere vierte Sendung und heute haben wir einen wichtigen Gast und er konnte heute Abend nicht dabei sein und deswegen haben wir früher schon unternommen, alles gezeichnet und ja, wir freuen uns unheimlich, dass er Zeit gefunden hat, um mit uns zu sprechen. Hallo, Dr. Karamba Diaby. Hallo. Hallo, das ist eine Freude, Sie heute dabei zu haben. Sie sind heute eine sehr, sehr eine wichtige Figur für uns Schwarze, die in Deutschland leben, weil Sie sind der erste in Afrika geborene schwarze Mensch in der Deutschen Bundestag gewählt worden. Sie sind aus Senegal und also mit Mitte 20 kamen Sie nach Deutschland und ja, im schönen Halle-Saale leben Sie heute noch. Und das ist echt eine Freude, Sie zu haben. Also ich würde gerne Ihnen das Wort überlassen, dass Sie mal kurz zu Ihrem Werdegang hier in Deutschland erzählen, wie Sie damals nach Deutschland gekommen sind und genau wie Ihr Leben damals war, bevor Sie als Abgeordnete gewählt worden sind. Ja, danke für die Einladung und freue mich, dass wir hier über diesen Kanal uns austauschen können. Ja, ich bin im Oktober 1985 in DDR gekommen als Student, habe also Stipendium bekommen, um hier in Deutschland in DDR damals zu studieren und habe vorher die Schule besucht in Senegal, dort Abitur gemacht, an der Universität 2 Jahre versucht, Lehramt zu studieren. Das habe ich dann abgebrochen, weil ich keine Finanzierungsmöglichkeit hatte. Also bin Waisenkind, meine Mutter ist gestorben, war 3 Monate alt, mein Vater, ich war 7 Jahre alt. Somit hatte ich den Schulbesuch nur durch meine Schwester und ihr Mann, meinen Schwager, machen können. Allerdings für das Studium reichte diese Unterstützung nicht mehr aus. So habe ich das Glück gehabt, Stipendien zu bekommen, in DDR zu studieren. Und habe dann in Halle Chemie studiert und im Bereich Geoökologie promoviert. War lange Jahre ehrenamtlicher Stadtrat in Halle, 6 Jahre lang. Und bin hauptamtlich jetzt in der Politik seit 2013,
bin dann Mitglied des Deutschen Bundestags, engagiert im Bereich Bildung und Forschung. Sehr schön. Also das Ganze in Zusammenfassung kann man in meiner Biografie lesen. Ja. In dem Bundestag oder ab Oktober erscheint meine die zweite Version meiner Biografie, also die neueste Version sozusagen, Mein Leben für die Demokratie bei Hoffmann und Campe, erscheint das Bild, das Buch dort, das kann man dort käuflich erwerben oder jetzt schon auf der Webseite von Hoffmann und Campe kann man sich den Cover, die Vorstellung des neuen Buches sich anschauen. Da kann man alles lesen über meine Biografie. Super, also ich glaube, dieses Buch werden wir nochmal empfehlen und wo wir das finden können, werden wir auch nochmal einbauen auf unsere Seite. Das ist sehr interessant, wie Sie erzählt haben. Viele wissen gar nicht, dass Sie als Waisenkind aufgewachsen sind und viele verstehen gar nicht, wo Sie herkommen aus Senegal, wo Sie heute stehen. Das ist so eine lebendige und wichtige Geschichte. Und das kann so viele Leute inspirieren und wir danken, wir sind wirklich dankbar, dass es Sie gibt und dass Sie heute unter uns sind, dass wir aus Ihnen auch lernen können und als Inspirationsquelle nutzen können. Sie haben gesagt, Sie haben die Politik 2013 angefangen. Die wichtige Frage wäre jetzt, warum sind Sie in der Politik gegangen? Sie waren schon lange 7 Jahre ehrenamtlich unterwegs in Halle an der Saale. Das ist auch eine Stadt, die nicht sehr fremdenfreundlich ist, will ich mal so sagen, wenn man das so nett ausdrücken kann. Wie war das erstens für Sie, das Leben in Halle, als Fremder, als schwarzer Mensch? Und warum sind Sie dann in der Politik gegangen? Warum haben Sie das angefangen? Und wie haben Sie das angefangen? Genau. Also 3 Fragen. Ja, also sehr viele Fragen. Also das erste ist, ich bin nicht 2013 erst in die Politik gegangen. Ich mache Politik, ich unterscheide Parteipolitik und Politik. Ich bin politisch engagiert seit meiner Jugendzeit in Dakar an der Universität, aber davor schon im Gymnasium habe ich mich für die Belange der Studenten eingesetzt, um die Studienbedingungen, Lernbedingungen zu verbessern. An der Uni in Dakar war ich Sprecher der Studierenden dort und auch an der Uni in Halle war ich Vorsitzender des Internationalen Studentenkomitees. Und nach der Wende Vorsitzender von Ausländerbeirat der Stadt Halle und dann ehrenamtlicher Stadtrat 2009 bis 2015. Ja, so hat es angefangen und 2013, als die SPD einen Kandidaten suchte für die Kandidatur zum Deutschen Bundestag, gab es dann zwei Männer, also ein Arzt ohne Migrationshintergrund, ein Kinderarzt in Halle und meine Wenigkeit. Und ich durfte dann das Rennen machen in einer Geheimabstimmung bei den Delegierten der SPD mit 68%. Das heißt, die Frage ist schon beantwortet, warum gerade du? Hat man dich auf der Straße gefunden oder hat man das gemacht, weil du, reich bist oder so? Nein, Nein. Ich bin reich, habe kein Geld und die SPD damals schätzte das so ein, dass ich die besten Chancen hatte und so wurde das auch in einer Geheimabstimmung, wurde ich dann als Kandidat damals gewählt für die Partei erstmal und dann war ich dann gewählt bei der Bundestagswahl über die Landesliste auf 3. Platz der Landesliste. Ja, die Stadt Halle wurde gerade definiert als nicht gerade freundliche Stadt, das würde ich korrigieren wollen. Ich lebe in Halle seit 35 Jahren. Ich habe die Stadt nie länger als 4 Wochen verlassen. Wow. Mm-hmm. Ich wurde ja im Stadtrat einmal 2009 gewählt, die 5 Jahre. Und dann wurde ich 2014 wieder gewählt. Mm-hmm. Und dann 2014 das zweitbeste Ergebnis von allen Stadträten, die gewählt waren. Zweitbeste Ergebnis. Hinter dem Fraktionsvorsitzenden der CDU und der Landtagsabgeordnete war, dann war ich dann zweitplatziert. Also das sagt alles über Halle, da muss ich nicht mehr Lobeslied sagen für diese Stadt, denn mich haben sie gewählt und im Stadtrat einmal, zweite Mal und dann Bundestag 2013 gewählt, 2017 wieder gewählt. Ja, ich erlebe Halle als eine weltoffene Stadt, ich erlebe Halle persönlich als eine Stadt, in dem das studentische Leben total bunt ist. Du kannst das selber bestätigen, hast du auch in Halle Medizin studiert. Ja, da habe ich Medizin studiert. Damals warst du engagiert in der Community hier von Migranten, Studenten in Halle.
So hast du das auch damals erlebt. Ich persönlich erlebe das so. Natürlich ist das eine zwiespältige Situation, ist das eine Ambivalenz, muss man sagen. Es ist richtig, dass wir sehr viele negative Meldungen registrieren in Bezug auf Rechtsextremismus, rassistische Anfeindungen. Das ist nicht nur in Halle, das ist nicht nur in Sachsen-Anhalt, das ist nicht nur in Deutschland, das ist überall. Bei uns in Ostdeutschland ist es auch richtig, dass nach Statistik die Überfälle im Alltag, ob das ein öffentlicher Raum ist, statistisch gesehen ist das höher als woanders, das ist alles nicht falsch. Allerdings sage ich nochmal, ich persönlich erlebe das im Alltag nicht so. Ich erlebe einen Wahlkreis, wo viele Leute mit hinter mir stehen. Ich wurde in der Bundestagswahl von 32.000 Menschen in Halle gewählt. Eine Stadt mit 241.000 Einwohnern. Und da ist das eine starke Rückendeckung für mich und mache meine Wahlkreisbetreuung hier mit 2 Bürgerbüros, die ich dann betreue oder mit 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein riesengroßer Anlauf von der Bevölkerung, viel Solidarität. Ja, das ist Halle in seiner Widersprüchlichkeit und ich lebe sehr gerne in Halle. Ja, also ich darf das sagen, ich dürfte Sie kennenlernen als junge Studentin noch und das war immer eine große Inspiration für uns, also uns zu zeigen, dass man das machen kann, also dass man sich nicht aufhalten lassen sollte und dass man einfach Präsenz zeigen kann. Und deswegen, das stimmt vollkommen, was Sie sagen. Halle hatte ich auch nicht so in der Erinnerung, dass ich richtig irgendwie in meinem Leben eingegriffen worden bin. Aber es ist eine Ambivalenz, wie Sie sagen. Aber für viele junge Menschen heute besteht wirklich so eine Art Gefahr für sich. Also in der Entwicklung meine ich halt. Wir haben ja auch diese ganze schwierige Sachen aus den USA gesehen mit der Polizei oder diese rassistische Einfeindungen. Ich kenne Sie als jemand, der das Leben genießt und gerne lebt. Und was bedeutet das für Sie, Ihre senegalische Wurzel, will ich mal sagen? Musste man sich auseinandersetzen? Heute in der im Bundestag müssten Sie entscheiden, jetzt bin ich nur Deutsche oder ich vertrete nur diese deutsche Sichtweise oder sind Sie eher so jemand, der seine Herkunft mitträgt? Und wie definieren Sie sich heute, Karamba? Also wenn ich mich selbst definieren darf, dann sage ich als Erster, ich bin ein Mensch, der in Senegal geboren ist, dort sozialisiert, lebe seit 35 Jahren in Deutschland, bin deutscher Staatsbürger, bin Naturwissenschaftler, bin Sozialdemokrat, bin ein Kleingartenfreund, Liebhaber der deutschen Schrebergärten und bin Familienvater. Also das alles ist meine Identität. Also das heißt praktisch, das eine ist nicht besser als das andere. Man kann natürlich ein Element aufgreifen, wenn man will. Aber ich persönlich definiere mich als diese Definition, die ich gerade gegeben habe, die Zusammenfassung oder die Kombination aller dieser Elemente, die ich gerade genannt habe, macht meine Identität aus. Und ich finde, im Allgemeinen ist das auch wichtig, dass man unterscheidet zwischen der Fremdzuschreibung und eigener Zuschreibung. Ich beschreibe mich selbst, so wie ich gerade gesagt habe, mit vielen Eigenschaften, die meine Identität ausmachen. Bin in Senegal groß geworden, sozialisiert, Schule gemacht, Abitur gemacht, zum Teil studiert. Bin sehr dankbar, dass ich diese Grundlage in Senegal bekommen habe, sowohl für die Bildung als auch für die Demokratie. Das heißt, mein demokratisches Verständnis und mein Engagement für die Politik und für das Gemeinwohl, aber auch für Zusammenhalt in der Gesellschaft, das habe ich mit Sicherheit Großteil des Senegals zu verdanken. Denn ich habe das in Senegal damals schon angefangen. Senegal ist eine Mehrvolkerstaat, kann man sagen, mehrere Volksgruppen, 22 unterschiedliche Volksgruppen, die so verschieden von ihren Sprachen her so verschieden voneinander wie Deutsch und Chinesisch. Und ja, das verstehen Sie fantastisch. Wir haben 95% muslimischen Anteil, 4% Christen, 1% Naturreligionen. Menschen leben friedlich miteinander. Demokratische Spielregeln werden in Senegal eingehalten, regelmäßig in Wahlen statt. Also das ist mein Ursprung. Das ist, wo ich auch meine ganze Überzeugung danke, zu sagen, du bist in einem Staat aufgewachsen, in dem Verständigung zwischen den Volksgruppen, Zusammenleben der Religionen als selbstverständlich ist,
Und das hilft mir sehr viel in meiner Politik hier in Deutschland, um zu wissen, dass es woanders auch das möglich ist. Und warum kann beispielsweise Zusammenleben der Religion in Deutschland nicht als Selbstverständlichkeit sein? Wenn jemand sich hinstellt und sagt, Islam gehört nicht zu Deutschland, dann sage ich, hast du das Grundgesetz der Bundesrepublik in Deutschland falsch gelesen? Da steht ja eigentlich was anderes drin. Ich kam aus einem Staat, wo das normal ist. Also hier in Deutschland muss das auch normal sein, zumal das Grundgesetz das vorschreibt. Also von meiner Sicht her bin ich dankbar von dem, was ich in Senegal bekommen habe. Momentan mein Lebensmittelpunkt ist hier in Deutschland engagiere mich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger in meinem Wahlkreis hier in Halle an der Saale. Sehr schön. Also die Sendung ist ja, wir reden über Rassismus. Ne? Wir wollten erstmal verstehen, wer Sie sind, was Ihre Werte so sind oder welcher Mensch wir hier vor uns haben. Die Frage muss ich stellen. Also Sie haben ja, Sie sind auch Vater, Sie haben Kinder, Sie haben Ihr Leben, Mittelpunkt hier in Deutschland, wie Sie schon mal gesagt haben. Hatten Sie schon mal rassistische Einfeindungen erlebt vor dem Bundestag und nach dem Bundestag, weil es gibt ja Abgeordnete oder Leute im Rathäuser oder Leute, die politisch aktiv sind mit Migrationshintergrund, die schreiben, sie kriegen Briefe, Drohungen oder sowas. Können Sie davon berichten? Also ist bei Ihnen, haben Sie sowas schon mal erlebt? Oder für die Kinder, in der Erziehung von den Kindern oder in dem Alltag überhaupt. Der Sinn ist einfach zu verstehen, wie das sich jetzt entwickelt hat, ob es eine Entwicklung gibt, seitdem sie hier war und heute, ob die Sachen sich verändert haben oder ob es genauso ist wie vorher. Also, wenn ich in der Straßenbahn bin, wenn ich im Zug sitze oder irgendwo in einem Park bin, da steht ja bei mir auf dem Stirn nicht, dass ich Bundestagsabgeordnete bin. Genau. In Deutschland, in Europa ist es klar, dass mich begegnen die Vorurteile, die viele Schwarze in Deutschland erleben, genauso wie jeder andere. Allerdings betone ich nochmal, dass in meiner politischen Arbeit hier vor Ort habe ich keinerlei Anfeindungen, keinerlei, vor Ort betone ich nochmal, habe ich, kann meine Arbeit ganz normal durchführen, ich habe mein Wahlkreisbüro, Leute kommen sehr, sehr oft zu mir mit den Themen Rente, mit den Themen Pflege, mit Thema Ausbildung, mit Thema Zuwanderung und alles mögliche Themen, Berufsausbildung beispielsweise, aber auch Rentenfragen sind bei uns ja sehr, sehr häufig auf Tablet. Also kann ich meine Arbeit hier ordentlich machen. Da, wo ich mir Sorge mache, ich habe persönlich 90er Jahre, ganz genau am 28. Mai 1990, 18 Uhr, wurde ich von drei Jugendlichen angegriffen, meine Brille ist kaputt gemacht worden. Ich möchte mir den Tag, weil das ist nicht etwas, was man einfach vergisst. Ne? Es war ein schlimmes Ereignis. Also wie gesagt, Mai 1990, 18 Uhr hier in Halle, da wurde von drei Leuten angegriffen, meine Brille ist kaputt gegangen. Damals war ich ein Student, war gerade am Ende meiner Diplomarbeit. Außerhalb des Alltags, das, was sich in Social Medien abspielt, das ist natürlich bedenklich. Das ist sehr, sehr schrecklich, was man da registrieren muss. Wenn ich ja poste oder wenn Sie diese Video nachher live senden, werden Sie selber mitbekommen, die Kommentare, die dann kommen, die haben mit Inhalten überhaupt nichts zu tun, was gesagt wird. Und das ist der Alltag, den ich erlebe in Social Medien. Es wird gehetzt, es wird gehasst, es wird bedroht. Das bekomme ich. Ich bekomme pro Tag 1 bis 2 Hass-E-Mails oder bedrohliche E-Mails und so weiter und so fort. Ich habe eine Methode, wenn die Grenze überschritten ist, dann erstatte ich Anzeige. Ich lasse mir das nicht gefallen. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich denke, alle, die in Social Medien sich bewegen, müssen sich im Klaren sein. Social Medien sind ja freier Raum. Schön. Aber es ist kein Recht freier Raum. Das Gesetz der Bundesrepublik Deutschland gilt auch für Social Medien, die Würde des Menschen unantastbar, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, Religionsfreiheit und. Und wir haben Gesetze, die eingehalten werden müssen. Das heißt praktisch, ich akzeptiere nicht, dass dort Grenzen überschritten werden. Wenn ja, denke ich, ich tue meinen Beitrag, indem ich Stoppschild zeige, sage das mit mir nicht. Ich fordere natürlich alle Hörerinnen und Hörer auf, dass sie das auch tun. Wenn Sie was lesen, negative Kommentare, beleidigende Kommentare, demokratiefeindliche Äußerungen oder Schriftstücke, bitte nicht stehen lassen, Kopfschütteln, Freundin oder Freund oder Familienmitglieder zeigen. Das reicht nicht, weil das Problem wird dadurch nicht gelöst. Jeder muss sich zu Wort melden.
Also das ist in der Tat das, was ich erlebe in Social Medien, ganz, ganz schlimme Reaktion von Menschen, die mich nicht kennen, in der Natur auch nicht. Ich denke, dass ein Problem haben wir seit 2-3 Jahren. Der Ton ist rau in diesem Land, im Deutschen Bundestag, aber auch in Landtage hören wir Redebeiträge von einigen Politikerinnen und Politikern, die voller Hass, voller abwehrende Äußerungen über Minderheiten, herabwürdigende Äußerungen über Minderheiten. Ich denke, dass die Menschen aus meiner Sicht den Nährboden liefern mit Gewalt auf der Straße. Das darf nicht sein. Ich denke, das müssen wir mit Namen auch nennen. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass wir das alles zur Kenntnis nehmen, aber nicht nur, sondern dass wir versuchen zu überlegen, wie kann ich dazu beitragen, denn wir brauchen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft, nicht Spaltung. Ja, super. Also wir werden gleich weitergehen zu dem Thema Bundestag, weil Sie sagen auch zu Recht, es gibt viele Parteien, die diese Hetzen, diese Hass hetzen oder die Politikerinnen und Politiker, nicht viele Parteien, viele Politiker, genau, persönliche, also nicht die Partei insgesamt, aber Politiker, die das beitragen. Aber wie macht man das jetzt rechtlich gesehen? Sie haben gesagt, wir können Anzeige erstatten, aber die letzte Sendung, wo wir hatten, hatten wir auch gesagt, es ist wichtig, dass wir uns politisch engagieren können, damit wir auch unsere Stimme vertreten. Wie stehen Sie, wie sehen Sie das? Sind genug Leute mit Migrationshintergrund in der Politik aktiv? Ist es wichtig, dass wir in Politik aktiv werden? Wie sehen Sie das von innen? Weil Sie sind auch aktiv in der Politik. Sie sind ja auch Bundesabgeordnete, so sagt man das, ne? Bundesabgeordnete. Und Sie sind in der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik. Folgen Abschätzung. Wie wichtig ist das, dass wir auch andere Leute mit Migrationshintergrund da sichtbar und aktiv haben? Ja, du sprichst gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema. Politische Partizipation und Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte in Deutschland. Ich denke, wir sind in Deutschland in diesem Zusammenhang ein Entwicklungsland, wenn ich das so salopp bezeichnen darf. Es ist ja so, wenn man das vielleicht Statistik belegen kann, dass 1/4 der Bevölkerung in Deutschland hat eine sogenannte Migrationsgeschichte. Die überwiegende Mehrheit davon ist hier in Deutschland geboren, aufgewachsen. Wir haben in öffentlichen Dienst verschwindend geringer Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben in der Redaktionsstuben in Deutschland 6% Menschen mit Migrationshintergrund. Im Deutschen Bundestag haben wir momentan 8% Menschen mit Migrationshintergrund. Ich kann die Liste weiterführen. In den Schulen, die Schulklassen sind bunt. Ob das in Ost ist oder im Westen sind, in Schulklassen sind über Großteil junge Kinder, die hier geboren sind, die eine Migrationsgeschichte haben. Wenn man das Blatt jetzt wendet, man guckt, wie sind wir repräsentiert in der Bevölkerung, dann ist das sehr gering. Nun kann man sich die Frage stellen, wovon hängt das ab? Ich fange mit den Menschen mit Migrationshintergrund an. Das war ja deine Frage. Ich denke, wenn man in diesem Land lebt, wenn man gesund ist, wenn man die Möglichkeiten beruflich nicht so eingeschränkt ist, sollte man sich engagieren in der Gesellschaft. Das fängt ja an bei Elternvereinen, in der Schule, in Kita, aber auch in Bürgerinitiativen in seinem eigenen Ort und, nicht nur in der eigenen Community, sondern in der Gesellschaft allgemein. Das finde ich wichtig, denn unsere Perspektive wird immer gebraucht. Und wir können diese Gesellschaft nur mit verändern, im Positiven, als Vielfaltgesellschaft, eine Gesellschaft der Toleranz und Akzeptanz und respektvoller Umgang miteinander, kann nur so bleiben, wenn wir alle uns da beteiligen. Das ist dann an der Adresse der Menschen mit Migrationshintergrund. Es wird nicht geschenkt in diesem Land. Jeder muss natürlich auch das erkämpfen. Dein Beispiel ist ein fantastisches Beispiel. Als du hier in Halle studiert hast, Medizin studiert hast, hast du gekämpft. Bist du jetzt eine sehr gute Ärztin geworden mit Familie. Und wenn man die anfängliche Phase betrachtet bis heute, hast du eine hervorragende Laufbahn hinter dir. Das bedeutet, dass du das wirklich im Mittelpunkt gestellt hast, zu sagen, ich bin in diesem Bereich, engagiere mich, hast du dich für Studenten hier in Halle dich engagiert, hast du dann versucht, Veranstaltungen zu organisieren mit Deutschen, mit Afrikanerinnen und Afrikanern, mit Ausländern zusammen. Das ist ein gutes Beispiel, meiner Meinung nach. Und so kann man wirklich diese Gesellschaft im Positiven verändern, indem wir davon ausgehen, dass unser Platz auch da ist, dass man nicht wartet, dass man eingeladen wird. Ja. Einschränkungen
Stolpersteine für dieses Engagement, das, was ich gerade beschrieben habe, die Möglichkeit, sich engagieren, Stolpersteine davon sind natürlich Ausgrenzungen in Alltag. Rassistische, aber auch diffamierende, aber auch Verletzungen, die eine oder andere erlebt hat, führt sehr oft dazu, dass er den Eindruck hat oder sie den Eindruck bekommt, oh, ich werde beleidigt, regelmäßig, in öffentlicher Sprache, ohne Grund. Also ich gehöre wahrscheinlich nicht dazu. Und das ist an der Adresse der Mehrheitsgesellschaft, sage ich, eine Gesellschaft, die eine Minderheit ausgrenzt, ist nicht zukunftsfähig. In den letzten 70 Jahren in Deutschland haben wir gesehen, dass das eigentlich gut geklappt hat. Und das müssen wir immer wieder betonen, dass Rassismus im Alltag ist Gift für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Also an der Seite der Mehrheitsgesellschaft meine ich, dass das Thema Antirassismus, das Thema interkulturelle Kompetenz, interkulturelle Öffnung der Gesellschaft wichtig ist, wenn man die Beteiligung der Menschen mit Rassismus haben will, dass Bedingungen davon müssen auch erfüllt werden, dass man sich auch dafür öffnet, im Interesse des gesamten Landes. So, das ist ein starker Message an allen. Also Rassismus im Alltag ist Gift für die Gesellschaft und die Leute auch mit Migrationshintergrund sollen sie sich nicht aufhalten lassen, auch wenn sie merken, ja, da kommt immer Gegenwind, muss man trotzdem sich engagieren, weil wir leben auch hier und das ist wichtig, dass wir auch mitgestalten, mitveranstalten. Und Sie sind ja im Bundestag und viele sagen, das muss auch von der Politik kommen, vielleicht tut man noch nicht genug oder es gibt so eine systemisches Rassismus, darüber haben wir in unserer letzten Sendung gesprochen, aber ich glaube tatsächlich, es tut sich schon viel heute in Deutschland, wenn man guckt, wie das jetzt, wie die Gesellschaft jetzt einfach oder die Gesetze, die durchgehen. Welche Schritte hat der Bundestag im Kampf gegen Rassismus unternommen? Sie sind ja von innen, Sie sind ein Insider, vielleicht können Sie uns auch ein bisschen aufklären, weil für viele Leute mit Migrationshintergrund ist es auch eine Ausrede, um nichts zu machen, weil sie sagen, es gibt dieses systemisches Rassismus, wir gehören sowieso nicht dazu. Und aber ich glaube, der Bundestag hat auch Schritte jetzt neulich gemacht, in diesem Sinne gegen Rassismus. Ja, natürlich, es gibt sehr, sehr viele Maßnahmen, die getroffen wurden in den letzten Jahren. Wir haben zwar das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland, aber wir wissen, dass es nicht flächendeckend greift in allen Bereichen des Lebens. Deshalb ist es wichtig, beispielsweise, was Berlin gerade gemacht hat mit einem Landesantidiskriminierungsgesetz, wo wir die Möglichkeit haben können, Verbandklagerecht, aber auch Entschädigungsmöglichkeiten, aber auch das die Diskriminierungen, die in Bereichen passieren, die nicht in Höhe der Länder, des Bundes ist, im Bereich Bildung oder auch bei der Polizei und so weiter. Und das sind Sachen, die können auch in Antidiskriminierungsgesetze niedergeschrieben werden und eingehalten werden. Das andere ist, die Bundesregierung hat einen Kabinettausschuss gegen Rassismus und Rechtsextremismus eingerichtet. Dieser Kabinettausschuss hat die Aufgabe, gemeinsam Maßnahmen zu überlegen, inwieweit man längerfristig sich für Demokratie, für Toleranz und für respektvolle Umgang miteinander, indem man Rassismus im Alltag viel mehr bekämpft als bis jetzt. Ich bin zuversichtlich. Wir haben auch Initiativen eingeladen, die dort angehört wurden. Also wir als SPD-Fraktion haben Initiativen eingeladen. Viele, viele Organisationen der Schwarzen waren auch dabei, dass wir zugehört haben, wie Sie sich das vorstellen, was kann man noch besser machen. Und danke, dass der beste Weg. Gestern haben wir im Deutschen Bundestag einen interfraktionellen Arbeitskreis gegründet, die Initiative ergriffen. Eine Kollegin von mir, von den Grünen und meine Wenigkeit haben Abgeordnete, alle demokratischen Parteifraktionen eingeladen, die bei uns zu Gast waren. Und wir haben gemeinsam mit Ihnen, 35 waren da, das war der erste Schnuppertag, dass wir uns einfach kennenlernen, dass wir gemeinsam diskutieren, was können wir in diesem Arbeitskreis machen. Und wir werden dann demnächst so eine Art Fahrplan und Arbeitsplan aufstellen, dass im Bundestag, dass wir das Thema im Mittelpunkt stellen, dass wir in unserer Arbeit, dass wir sagen, Rassismus im Alltag darf nicht in diesem Land Normalität werden. Und das, da bin ich dann zuversichtlich. Aber an die Adresse der Menschen mit Migrationsgeschichte oder unserer Zuhörer kann ich nur sagen, jeder kann was machen. Jeder kann in dem Bereich, wo er ist, etwas tun.
in Sportverein oder in Elternverein oder in seinem Stadtgebiet. Schau mal, ich bin ja hier da, wo ich wohne, in Halle, gibt es eine Bürgerinitiative. Da habe ich mich gefragt, gehöre ich dazu, gehöre ich nicht dazu. Ich sage, meine Adresse ist hier, ich gehöre dazu, habe in dieser Bürgerinitiative mitgewirkt. Da, wo wir wohnen, da sind mehrere Familien, in mehr, drei Häuser hier zusammen, in jedem Haus mehrere Familien, Mietwohnung. Da gibt es ein Hoffest. Ich habe gesagt, ich bin einer von den 60 Bewohnern hier. Ich organisiere diese Hoffest seit 17 Jahren. Und wurde von den Bürgern, alle ohne Migrationshintergrund, alle ältere Leute von 60 bis 80 sind dabei, Kinder sind auch dabei, die haben mich als Bürgermeister des Hofes ernannt. Und organisiere mit ihnen jedes Jahr Sommerfest und unsere Adventfest organisieren wir. Das sind nur banale Beispiele für der eine oder andere, aber ich wollte nur damit deutlich machen, da wo man ist, sollte man sich einbringen und nicht warten, dass man sich einlädt. Nur so kann man unsere Perspektive hören, dass wir dann sagen, ich sehe diese Thematik so oder so, das ist meine Erfahrung und so weiter und so fort. Es wird dann Situationen geben, wo der eine oder andere die Frage stellt, was hast du damit zu tun? Da muss man das selbstverständlich fragen, was meinst du? Ich bezahle meine Miete hier genauso wie du und wenn du damit zu tun hast, dann habe ich auch 100% damit zu tun. Also das ist mein Appell, ist einfach sich engagieren. Das bürgerschaftliche Engagement in Deutschland wird auch sehr stark unterstützt. Ich sitze im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement. Wir überlegen immer, wie wir die Organisation unterstützen können. Das passiert auch. Und als letztes Beispiel, wir haben vor kurzem eine bundesdeutsche Engagement gegründet. Und da werden wir dort sehr viele Projekte unterstützen. Wenn Sie organisiert sind, bitte informieren Sie sich. In Deutschland kann man sehr stark sein Engagement auch unterstützt bekommen. Der Bund engagiert sich, die Länder engagieren sich in diesem Zusammenhang, die Kommunen haben auch zum Teil Mittel dafür. Also diese Gesellschaft ist, für diese Gesellschaft, ich denke, ist es wichtig, dass wir uns auch alle einzeln einbringen. Super. Und für die jungen Leute, die uns zuschauen und die sehr viel, wir haben ja auch schon viel darüber erzählt, was gemacht wird, aber tagtäglich, die haben ja auch schon gesagt, konkret kann man immer Anzeige erstatten. Das wäre wichtig auch noch zu betonen, nicht nur diese rechtliche Seite, aber wie geht man auch damit um, Ihrer Meinung nach, für jemanden, der schon 35 Jahre hier lebt, Sie haben ja diese ausgeglichene, will ich mal sagen, Sie sind super gut integriert, Sie leben einfach hier, wie Sie sind. Und welche Ratschläge können Sie dann geben zu den jungen Leuten, die dann hier leben und immer so ein bisschen emotional noch instabil sind? Was will ich denn damit sagen? Also wie kann man sich selbst verwirklichen in diesem Bezug auf Rassismus? Wie setzt man sich damit auseinander? Was ist Ihr Rezept, dass Sie jetzt so weit geschafft haben? Und Ja, also ich meine, es ist immer schwierig, einen Menschen Ratschlag zu geben. Das klingt ein bisschen belehrend. Aber ich denke, wichtig ist, dass man Vorbilder hat. Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Du bist zum Beispiel ein Vorbild für viele jüngere Frauen in diesem Land. Das kann ich nur sagen. Und das andere ist, Verbündete zu suchen, wenn im Elternhaus das nicht so möglich ist, dass man die Stärkung bekommt, dass man die Orientierung bekommt. Das passiert ja leider manchmal auch. Aber dass man das Verbündete sucht in der Schule, auf Arbeit, da, wo man Ausbildung macht und so weiter und so, dass man sich mit anderen zusammentut, dass man Erfahrungen austauscht. Ich denke, dass man, wenn man auch Schwierigkeit hat zu starten, ob das Schule ist oder Arbeit, da gibt es viele Unterstützungsmöglichkeiten, die sollte man annehmen. Also man darf nicht davon ausgehen, dass es keine Stolpersteine in diesem Leben gibt. Es gibt immer wieder Tiefpunkte und Höhepunkte. Ich persönlich habe viele davon erlebt. Tiefpunkt war weißes Kind, aber damit 6 erfahren, dass meine Schwager und meine Schwägerin, mein Schwager und meine Schwester nicht meine Eltern sind. Das war ein Tiefpunkt. Ich habe Abitur mit sehr guten Noten gemacht, habe kein Stipendium bekommen, konnte in Senegal also nicht weiter studieren, das Tiefpunkt. Ich habe in der DDR-Zeit hier studiert, fertig promoviert, war ich arbeitslos. Das war auch ein Tiefpunkt. Aber trotzdem habe ich gesagt, nein, den Kopf in den Sand stecken, das kommt nicht in Frage, bin immer aufgestanden. So, das heißt praktisch, wenn man gesund ist, man hat das Glück, in seinem Umfeld Leute zu finden,
die auch dich stärken können, moralisch und materiell, materiell vielleicht nicht so sehr, aber das Wichtigste ist moralisch, dass du Unterstützung bekommst, solche Vorbilder, dann, wenn du die hast, nutze das und dann denke ich, dass es die Chance gibt, für jede in dieser Gesellschaft, auch Menschen mit Migrationsgeschichte. Also das sind dann die Tugenden, will ich versagen, weil da sind wir gleich in der nächsten Frage reingegangen, welche Tugenden oder welche Kräfte, welche Stärke, wie soll ich sagen, welche Kapazitäten ihnen geholfen haben, heute zu sein, wer sie sind. Also diese Erkenntnis, dass es immer Stolpersteine geben wird, aber dass man trotzdem sich neu definieren sollte und sich davon nicht aufhalten sollte, das ist so eine große Stärke. Was wäre dann noch für Punkte, was sie einfach, also geben könnten? Also ja, diese Resilienz ist wichtig. Was wäre noch wichtig, um im Leben zu werden, was man möchte? Weil heute sind Sie ja auch, wie Sie sagen, ein Vorbild und ein Pionier. Ich glaube, ja, Sie haben den Weg für viele andere oft gemacht, einfach dadurch, dass Sie dran geblieben sind und so sind, wie Sie sind. Und ja, welche Charakterzüge? Ich weiß, es ist immer schwierig für Sie, über sich selbst zu sprechen, weil Sie sind auch so ein, wie soll ich das sagen, humble, wie sagt man das? Ein Mensch, der sich irgendwie groß darstellt, aber welche Charakterzüge würden Sie da sagen, abgesehen davon, was Sie uns schon gegeben haben, also dass man immer Resilienz zeigt und sich immer bereit ist, mit Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, was wäre da noch wichtig? Ja, ich denke, wichtig ist natürlich die Erziehung, die kann man selber nicht beeinflussen, aber ich habe von meiner Erziehung in Senegal sehr viel profitiert. Mein Schwager und meine Schwester, die haben mir auch Wege gegeben, dass im Leben wird nicht geschenkt. Also er sagte immer, mein Schwager war ein Analphabet, bei dem ich aufgewachsen bin. Analphabet, meine Schwester auch. Wow. Mein Schwager sagte immer, nichts kommt alleine, ihr müsst selber kämpfen. Und das war auch der Grund, warum ich SPD beigetreten bin, weil diesen gleichen Spruch hatte Willy Brandt immer wieder gesagt, nichts kommt alleine und selten auf Dauer. Und das könnt ihr in Google finden, der Spruch von Willy Brandt. Und das war der Grund, da habe ich gesagt, wow, diesen Spruch kennt ja von deinem Schwager, der eigentlich Analphabet ist und nie sein Dorf verlassen hat. Und der tickt so. Und das hat mich geprägt. Also immer wieder davon auszugehen, dass man selber etwas machen muss, sonst kommt nichts alleine von allein. Das andere ist Zuversicht. Zuversicht zu haben, zu sagen, es wird nicht immer geradlinig, das Leben ist nie geradlinig, es wird immer wieder Krisen und ja, viele Herausforderungen geben. Wir sehen das gerade an der Corona-Krise. Vor ein paar Monaten, wer hätte das gedacht, wir hatten Vollbeschäftigung fast, wir haben, die Rentenkassen sind voll, Gott sei Dank immer noch voll, und wir haben eine Fachkräfteeinwanderung gemacht, weil wir Fachkräftemangel überall haben. Jetzt haben wir Anstieg der Arbeitslosigkeit und wir stehen da, viele Leute Kurzarbeit sind, viele sind entlassen, Familien machen sich Sorge, trotz aller Unterstützungen, die wir gerade angesetzt haben als Bund, wissen wir, dass viele Leute machen sich Gedanken, wie geht es weiter. Vor 6 Monaten war was anderes. Das heißt, ja, ich persönlich sage, es wird immer wieder neue Herausforderungen geben, dass wir denken, kommt nicht von alleine durch Zufall, das können nur wir als Einzelne tun. Und wer gesund ist, physisch und psychisch gesund ist, Möglichkeiten hat, sollte auch seinen Beitrag leisten. Ich denke, das ist möglich. In dieser Gesellschaft gibt uns, wir haben viele, viele Chancen, viele Türen sind offen. Man muss sich nur im Klaren sein, dass es nicht ohne Reiberei geht. Es gibt viele Herausforderungen, die bewältigt werden. Das ist vielleicht von mir meine Überlegungen und ich bin auch der Meinung, dass wir dann den anderen das nicht überlassen sollen. Dass du sagst, okay, dann macht mal. Nein. Also diese Gesellschaft finde ich auch, ist zu schön, um es den kleinen Gruppen, der kleine Gruppe der Menschen, die spalten wollen, zu überlassen. Denn das Land ist zu schön, um denen das zu überlassen. Dieses Land gehört uns alle. Jeder, der hier ist, ob man sich entscheidet, irgendwann irgendwo zu leben, Herkunftsland oder woanders, aber wir leben heute und hier. Dann sollten wir heute und hier Bedingungen schaffen für die Verbesserung der Zusammenleben hier vor Ort.
Super. Also wir haben jetzt schon 36 Minuten zusammen verbraucht. Ich dachte eine halbe Stunde am Anfang und das war so interessant, unser Austausch hier. Ich möchte mich echt bedanken an der Stelle, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir zu diskutieren über Rassismus und Gerechtigkeit für uns, die hier in Deutschland leben. Ich würde gerne nochmal eine Minute Zeit oder keine Ahnung, wenn Sie 5 brauchen, ist auch gut. Einfach, dass Sie uns Ihr Take-Home-Message geben, also was für Sie wichtig ist, für unsere Zuschauer, wie sie Deutschland sehen, was sie von uns erwarten würden, welche Ratschläge noch sie uns geben würden und genau, wie sie die Zukunft sehen, einfach so eine Take-Home-Message für die Zuschauer. Ja, also ich sehe die Gesellschaft so, dass diese Gesellschaft bietet viele Chancen und jeder soll seinen Beitrag leisten, im Bereich Bildung, im Bereich Soziales, im Bereich Kultur, dass das Zusammenleben der Gesellschaft zu einem Zusammenhalt aufführt. Die Zukunft hängt sehr stark davon ab, ob wir die kleine Minderheit von Menschen, die sehr laut sind, die präsent sind in Social Medien, sich breit machen. Ob wir denen das Wort überlassen und dann denen einfach diesen Platz lassen und das verlassen für sie, oder dass wir dann sagen, nein, Social Medien sind Freiraum, aber kein rechtsfreier Raum. Wenn du etwas machst, was demokratiefeindlich ist, dann zeige ich dir rote Karte, indem ich mich dazu äußere, indem ich sage, nein, das nicht. Und ich sage Solidarität zu Menschen, die angegriffen werden, angefeindet werden oder beleidigt werden, bedroht werden. Das ist Solidarität zeige, das ist wichtig. Und dass jeder, wie gesagt, im Bereich, in dem Bereich, wo er ist, ob das bei Omas Geburtstag ist, 80. Geburtstag von Oma ist oder Firmenfeier ist oder auf Familienfeier, Hochzeit und so weiter und so fort, wenn Menschen diskriminiert werden, ausgegrenzt werden, dass man nicht weghört, dass man sofort reagiert, Stoppschildzeit zu sagen, nein, das gehört hier nicht, ich akzeptiere das nicht. Diese Solidarität, ich genieße das sehr stark, auch wenn solche Ereignisse passieren, dann kriege ich mit, dass in Social Medien sehr, sehr viele Leute sich solidarisieren mit mir, aus Halle, aus der ganzen Welt, hier kommen Solidarität, Bekundungen und das macht mich stark, das macht meine Arbeit kontinuierlich und mein Team und ich, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir sind immer stark, weil wir wissen, wir haben große Rückendeckung von Menschen, die solidarisch verhalten und ich rufe Sie alle auf, bitte zeigt Solidarität, beteiligt euch und engagiert euch für das Zusammenleben in unserer gemeinsamen Gesellschaft. Und die Gesellschaft kann nur so gut sein, wie wir uns selber Aufgabe übernehmen, indem wir das versuchen zu verbessern. Das ist meine Meinung. Und wir wissen in Deutschland, wir haben Gewerkschaften. Man kann in Gewerkschaften mitmachen. Wir haben politische Parteien. Man kann auch dort mitmachen. Kann man wählen, gewählt werden, wenn man die Staatsbürgerschaft hat. Und auch wenn man keine Staatsbürgerschaft hat, kann man Mitglied von Parteien sein, zumindest mal von meiner Partei, die SPD, weiß ich, dass man auch Mitglied sein kann, auch wenn man keine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Aber ich appelliere für alle, die Bedingungen geschafft haben, die deutsche Staatsbürgerschaft zu nehmen, dass sie das nehmen. Denn nur so hast du die volle Rechte und kannst du auch noch optimal dich engagieren und für die Verbesserung des Zusammenlebens in dieser Gesellschaft. Super, also vielen lieben Dank. Also das war echt das Wort das ist unser letztes Wort heute. Es ist wichtig, dass jeder sich engagiert und dass wir eigentlich in unserer Gesellschaft, weil es ist unsere Gesellschaft für uns alle, die hier leben und wie Sie sagen, auch Steuern zahlen oder so. Wir leben heute jetzt hier und es ist wichtig, dass diese Gesellschaft für uns alle eine Oase wird. Und das war echt inspirierend und interessant, mit Ihnen darüber zu reden. Ich hoffe, dass wir irgendwann da nochmal Möglichkeit haben, uns auszutauschen über andere Themen. Heute ging es um Rassismus und Gerechtigkeit. Und ja, es ist schwer zu gehen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihr Dasein. Und an alle, die uns zugeschaut haben, an alle Zuschauer, Sie können sich darüber informieren auf www.karambadjabi.de. Das stimmt, Ihre Webseite. Wir werden alles nochmal hier eingeben, alle Infos, Daten. Und das Buch ist auch schon veröffentlicht. Zweites Buch schon. Eins war schon draußen, ja, Dr. Diaby? Ja, eine war 2016 raus mit Karamba in dem Bundestag. Die kann man immer noch käuflich erwerben. Das neue Buch kommt im Oktober. Mein Leben für die Demokratie bei Hoffmann und Kampe.
Super, also wenn ihr noch nicht das erste Buch gelesen habt, macht alles, damit ihr das vor Oktober lest. Wo kann man das erste Buch noch kaufen? Ich weiß nicht, ob es auch auf Amazon ist oder. Es gibt, Amazon weiß ich nicht, aber es gibt eine Buchhandlung in Halle, das nennt sich Jacobi und Müller. Wenn man Jacobi und Müller eingibt in Google, dann kann man das käuflich erwerben. Super, also Sie haben auch viel über Social Medien gesprochen, deswegen sind wir auch auf Social Medien, weil wir denken, die ganze Gesellschaft ist dort und manche verstecken sich gegen Anonymität, um irgendwie zu hetzen, und wir wollen dort auch präsent sein, auch stark sein, um zu zeigen, wir sind da und wir sind in Ordnung und wir wollen mitmachen. Also danke für die Zeit heute, dass Sie sich genommen haben, an alle Zuschauer. Wir bedanken uns auch noch, dass Sie heute auch dabei waren, und wie gesagt, bleiben Sie dran, arbeiten Sie dran, dass diese Gesellschaft für uns alle eine Oase wird, weil wir gehören alle dazu und wir wollen alle mitgestalten. Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch und auf Wiedersehen. Dankeschön. Bis demnächst. Bis demnächst.